Hallo und herzlich willkommen bei Christa2706. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und es wurde mir gesagt, ich soll euch anschreien. Okay, ich weiß, die Einstellungen beim letzten Video waren nicht so optimal, das Rauschen war auch ziemlich da und ich war etwas, naja, wortkarg, habe mich sehr in die Spielerei vertieft und dann rede ich nicht mehr so viel. Ja, ich bin etwas aus der Übung, hatte jetzt eine Woche Urlaub, eine sehr schöne Woche mit meinem Schatz, wo wir uns einfach mal nur um uns gekümmert haben und das tat sehr gut. So, heute nehme ich ein kleines Video auf, aber ihr seht, ich bin nicht in Solani und ich bin auch nicht bei der Familie Sanders, bei den Seven Ups, sondern ich bin in Newcrest. Und ich habe einen ganz anderen Spielstand. Der hat mit meinem Let's Play jetzt so gar nichts zu tun. Wir werden jetzt gleich dieses Haus hier betreten, das ich nicht selbst gebaut habe. Und diesen Mann hier, wo ist er? Diesen Mann und seine Herkunft ansehen. Kennt ihr diesen Mann? Also alle, die Mary Chunk kennen und schauen auf dem Kanal von Minimi Sims Paradies, also von Sandra, die sollten auch den Joey kennen. Denn der Joey hat die Dates bei Mary gewonnen. Also er ist jetzt hier Auserwählter und diesen Sim habe ich für Mary gemacht. Ich habe ihn jetzt genauso gelassen, wie ich ihn damals für Sandra hochgeladen habe. Inzwischen ist er schon etwas umgestylt. Ich hatte ihn ja damals noch auf der PlayStation erstellt, hatte also kein CC oder so zur Verfügung. Aber ich möchte ihn jetzt trotzdem so verwenden. Naja, Sandra hat mich gebeten, doch seine Geschichte zu erzählen, seine Familie zu erstellen und vielleicht ein kleines Video dazu zu machen. Und das kriegt ihr jetzt zu sehen. Also, der Joey, wenn wir ihn jetzt noch mal ein bisschen anstarten und ansehen. Es ist kalt, es ist Winter, jetzt geht er uns davon. Joey, wenn ihr ihn genau ansieht, hat hier eine Narbe im Gesicht. Und diese Narbe stammt aus seiner Kindheit. Wie es dazu kam, heute an. Ja, Joey hat immer noch einen Schlüssel vom Haus. Die Familie von Joey wohnt hier nicht so luxuriös. Sie leben für ihre Verhältnisse eigentlich, würde ich mal sagen, relativ bescheiden. Und dann gucken wir mal, wer hier alles so wohnt. Stellen wir euch mal die wohl wichtigste Person in Joeys Leben vor. Und zwar ist das seine Oma. Er läuft jetzt gleich weg, aber das ist Elizabeth Adams. Von den meisten einfach Liz genannt oder eben Oma. Sie ist schon in Pension. Ihr Mann ist bereits gestorben. Und ja, ihre Tochter hat sie dann bei sich im Haus aufgenommen, damit sie nicht alleine. Sie ist sehr intelligent. Sie ist korrekt, weist immer alle gleich darauf hin, wenn sie Fehler machen. Okay, sie ist eine Sprudelexpertin. Tierzuneigung. Fröhlich. Zur Oma gehört ein Kätzchen. Das ist der Murphy. Also, das ist ein Kater. Die Oma war immer für Joey da, wenn er Probleme mit seinem Dad hatte. Und hat da immer wieder geschlichtet. Und sie hat ihm auch das geholfen, das Studium zu finanzieren, obwohl der Joey das meiste selbst erarbeitet hat. Dieser Typ hier. Der Bakud Yang, das ist irgendein Bekannter von der Oma, hat mit der Familie jetzt nichts zu tun.
So, der Joe wird auch mal jetzt erzählen, dass er jemanden kennengelernt hat. Schick ihn doch bitte nach Hause, sag, es tut mir leid, dass du jetzt gerade kaum erst So, gekommen so. bist, aber mein Enkel ist zu Lieber Besuch und den Junge. sehe ich in letzter Zeit nicht mehr so Jerk. oft. Und ich Floofy würde gerne Gasma. mit ihm Ship reden. Noi. Floima Sharnu? Der wollte einfach mal sein altes Zimmer sehen. Ich halte jetzt mal an, dann zeige ich euch das gleich. Also in diesem Zimmer hier hat der Joey gewohnt, bevor er bei seinen Eltern ausgezogen ist. Bevor er in der Studenten-WG eingezogen ist. Und ja, so bis circa, ja, ich würde sagen Anfang 20 hat er hier gewohnt. Hat sich hier meistens zurückgezogen, hat hier seinen Computer, hatte auch einen eigenen Fernseher und hat sich mehr oder weniger hier abgekapselt, um nicht allzu viel mit seinem Vater zu tun zu haben. Die Oma, die ist ja erst später eingezogen, die hat damals noch nicht hier gewohnt. Sonst wäre das auch vielleicht einfach für den Joey gewesen und sie hätten sich irgendwann vielleicht sogar wieder versöhnt. Er war jetzt auch sehr lange nicht da. Aber ja, es ist einfach schwierig zwischen dem Vater und Joey. So, jetzt erzählt der Joey der Oma, dass er eine ganz tolle Frau kennengelernt hat. Sie ist Richterin. Sie hat schon ein Kind, den Tyler. Und sie hat auch die Kinder, also ihre Geschwister bei sich aufgenommen. Die Annika, die ist schon etwas größer, wird auch bald so ins Teenageralter kommen. Und jetzt hat sie noch, wird sie noch ihren ganz kleinen Bruder holen, den Ben, weil die Eltern von Mary sind wirklich, ja, richtig assi und sie möchte das dem kleinen Bruder nicht antun. Und dann gibt es da auch noch jede Menge Tierchen und so und ja, er findet das ganz toll. Das ist genau das, was er sich immer gewünscht hat. Eine große Familie mit Kindern, Hunden und ja, er ist sehr, sehr verliebt in die Mary. Er war von ihr geflasht vom ersten Moment an, wo er sie gesehen hat und er wusste, es gibt mehrere Kandidaten und er hat es auch nicht leicht, denn er war wohl der Einzige, der nebenbei noch zur Arbeit gehen musste und so. Aber er hat sich nicht verstellt, er war, wie er ist und ist ja eigentlich doch ein sehr guter Kerl und die Liebe hat dann doch gesiegt und der Charakter und ja, jetzt ist er bei ihr eingezogen und Hey, Unga. das gefällt der Oma natürlich, denn sie möchte nur das Beste für ihren lieben Joey haben. Und sie hat sehr lange darauf gewartet, So denn der be. Joey hat sich sehr schwer getan mit Mädchen und Frauen allgemein. Wahrscheinlich auch, weil er die Beziehung seiner Eltern so miterlebt hat, die ja auch nicht so wahnsinnig toll ist und ja, er das immer wieder vor Augen hatte. Und die Oma sagt: Du musst schon was riskieren auch, aber wenn du sie liebst und sie dich liebt, dann werdet ihr das schon schaffen. Bevor sich jetzt der Joey hier auf den Computer stürzt, kann er gleich mal seine kleine Schwester begrüßen, die gerade von der Schule nach Hause gekommen ist. Ich hatte schon einen kurzen Herzstillstand, weil hier Ableben durch Erfrieren stand, aber sie ist ja nun doch da, macht sich gerade hübsch. Julie heißt die Gute, ist ein Teenager und ja, Einser-Schüler. Was?
Ja, und sie scheint auch ein bisschen kokett gerade. Sie geht nach oben an den Computer, was auch sonst. Aber du kannst jetzt doch bitte auch deinen Bruder Hallo sagen. Die beiden, der Joey, hat früher schon immer sehr auf seine Kleine aufgepasst, damit der Vater ihr nichts antut. Aber er hat dann sehr bald gemerkt, dass da nichts zu befürchten ist. Denn im Gegensatz zu Joey, den der Papa eigentlich immer nur am Kicker hatte, war Julie seine kleine Prinzessin und durfte alles tun. Und die verstehen sich wirklich sehr gut. Trotz allem ist Joey ihr großer Bruder, ihr Vertrauter, ihr Betreuer hier auch im Haushalt. Es ruft jetzt jemand an. Bess Sterling. Okay, die kennen wir auch irgendwie. Wir spenden diesen Simoleon, da brauchen wir gar nicht nachlesen. Das kennen wir ja. Die Oma sitzt am Bett und die. Oh, die Julie geht jetzt Hausübungen machen. Das ist ja sehr nobel. Sie macht sie gleich hier, glaube ich, oder? Und sie ist hin. Ach, die hat Besuch mitgebracht. Alles klar. Wer bist du? Malcolm Landgrab. Na dann. Kennst du ihn schon? Doch, sie kennt ihn schon. Wir wollen uns jetzt nur noch kurz noch Julie ein bisschen ansehen. Julie ist ein sehr introvertiertes Mädchen, also sie ist eher schüchtern und für sich alleine. Aber sie ist sportlich und ihr Bestreben ist Autofahren und deshalb hat sie das Sammeln als Merkmal. Und ja. Ihr seht, sie ist auch ein bisschen so creepy angezogen. Sie ist leicht melancholisch immer wieder und da braucht sie den Joey doch immer wieder, um sich etwas, um Zuwendung zu bekommen. So, gucken wir mal. Dann kann der gute Joey doch jetzt seine Mama noch begrüßen. Wo ist sie denn? Das ist seine Mutter, das ist die Kate. Kate hat in letzter Zeit sehr große Probleme, dass sie einfach immer und immer müde ist. Seht ihr das, diese Augenringe? Das ist vielleicht etwas, das sich der Joey mal ansehen sollte. Aber jetzt wird er sie erstmal begrüßen, wenn sie nicht vorher einschläft. Wird das schon ziemlich ruiniert von der Katze wahrscheinlich. Als ich das aufgestellt habe, war das noch in Ordnung. So, jetzt kommt die Mami. Buena Fuin, quick. Rishi Pando. Und sie freut sich, dass ihr Junge mal wieder im Haus ist. Und der Joey erzählt ihr jetzt: Hallo Mama, also ich bin da, weil ich euch was erzählen muss. Nämlich, ich habe eine Frau kennengelernt und ja. Aber er sollte es vielleicht mal untersuchen, geht das? Er ist doch Arzt, da kann man doch einen medizinischen Rat geben. Untersuch sie doch mal. Ah, jetzt umarmt er sie endlich. Er sagt hier: Mama, du bist jetzt auch schon langsam nicht mehr die Allerjüngste. Nimm das bitte jetzt nicht als Kritik oder so auf, aber du brauchst einfach mehr Ruhe und Zeit für dich und arbeite doch nicht immer so hart, um nachzusehen. Die Kate, die ist Cloud-Daten-Guru. Die ist also ziemlich weit oben im im Bürojob. Und
arbeitet auch 5 Tage die Woche. Ja, sie ist eben gerade sehr müde und wir werden sie einfach mal ein kurzes, ups, Teppich, du musst hier bleiben, ein kurzes Nickerchen machen lassen. Hier ist das Schlafzimmer der Eltern. Und hier lassen wir sie jetzt einen Powernap machen. Sonst kippt sie uns noch um. Und der Joey, der wird sich jetzt auf den schwersten Weg Ah. machen. Und zwar ist sein Vater jetzt zurückgekommen von der Arbeit. Hier ist er. Er hat sich schon umgezogen. Er ist eigentlich, muss ich selber nachgucken, Großmarschall, also er ist im Militärjob, läuft auch meistens mit Uniform herum. Und ja, das war auch das große Problem, dass er aus Joey auch so einen, ja, soll ich mal sagen, einen kleinen Soldaten machen wollte früher. Und er wollte, dass der Joey viel Sport macht, das hat ihm ja auch nichts ausgemacht, aber er sollte halt kämpfen und sich eben auch darauf vorbereiten, selber einmal Soldat zu werden, in seine Fußstapfen zu treten, denn auch der Vater von Stuart Adams war bereits beim Militär, bei der Army, und ja, er hätte das schon sehr gerne gehabt, dass das irgendwie fortgesetzt wird. Guckt ihn an und sagt, ja, bist du auch mal wieder da? Der Joey sagt, ja, hallo Papa. Kannst du mich denn nicht irgendwann mal ganz normal begrüßen oder so? Ihr seht, die Gefühle gehen hier auf und ab. Sie würden ja gerne miteinander, aber irgendwie sind sie beide zu stolz und sie haben halt beide noch immer dieses eine Erlebnis nicht verarbeitet, wo der Stuart mit dem Joey so eine Art Ausflug gemacht hat und der Joey, der wollte halt einfach nicht mit den anderen Kindern kämpfen und weil da waren ja auch andere von seiner Truppe da mit den Kindern und so und die haben sich halt dann ziemlich lächerlich gemacht. Und da ist der Stuart dann ziemlich ausgezuckt und hat den Joey halt weggestoßen und der Joey ist blöd gefallen und ist dann so in einen Ast gefallen und sein ganzes Gesicht war dann voller Blut und die Wangen waren eingerissen oder die rechte Wange halt. Die linke eigentlich. Und ja, sie mussten dann ins Krankenhaus fahren und da wurde der Joey behandelt und es gab dann so noch Nachfolgebehandlungen immer wieder, bis man das Gesicht einigermaßen wiederherstellen konnte. Die Narbe ist geblieben. Und erinnert halt beide bis heute daran, was da passiert ist. Und keiner von beiden hat das jemals verarbeitet, obwohl der Joey damals, ja, der war noch ein Kind, aber er kann sich halt noch sehr, sehr gut daran erinnern. Und die hatten dann irgendwie nie mehr zueinander gefunden. Und auch die Mutter hat es dem Ehemann doch sehr übel genommen und sie streiten halt die ganze Zeit und sie hatten halt damals auch schon die Kleine und ja, irgendwie haben sie sich halt dann nicht getrennt. Aber ja,
Es ist die Frage, werden die das jemals schaffen, dass sie das verarbeiten? Ich meine, der Vater hat es getan, aber Sumimasaru, er weiß Hayashi, auch, wie ist das, was er Naro, getan hat, war Yasa, nicht richtig. Er hätte den Joey auch Slabo, zu nichts zwingen sollte. Gosha, Arntofenor. Und im Grunde ist er ja sehr stolz auf seinen Yasa, Sohn, der ein Sunde, erfolgreicher Arzt ist, Kimishibu, aber Yagawa, Shunigua. ja, er ist halt ein bisschen unberechenbar, der Vater, und ja, das macht ihn halt doch ein wenig gefährlich. Und Joey fragt sich halt auch, wenn ich jetzt dann meine Familie habe, kann ich mit Marys Kindern eventuell vielleicht irgendwann mal mit unseren eigenen Kindern hierher kommen? Wird er ihnen was tun? Obwohl, Snurfs. er hat ja Toy auch with Snurfs. miterlebt, Gekka. Oh, Gatsabu. dass der Vater ein ganz tolles Verhältnis zur Tochter hat, also die liebt er wirklich abgöttisch. Ja, und das ist also so die Geschichte, die dahinter steckt. Die Oma versucht immer zu schlichten. Sie kann eigentlich ganz gut mit ihrem Schwiegersohn. Ich habe jetzt das Beste draus gemacht, was in meinem Können lag, sozusagen. Und es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich dem Joey mit der Mary alles, alles Gute wünsche. Ich denke, die beiden sind ein schönes Paar und ich glaube, der Joey ist wirklich ein guter Sinn. Und wird die Mary nicht enttäuschen und glücklich machen. Und ja, vielleicht kann man ja auch irgendwie nochmal den Joey ermutigen, dass er hier, er ist ja selber Chefarzt in so einem Schönheitsding, dass sich er vielleicht noch irgendwann mal sich operieren lässt oder so, damit diese Narbe dann auch verschwindet, wenn sie denn überhaupt stört oder nicht stört. Ich glaube, die Mary stört es nicht, sonst hätte sie ihn nicht ausgewählt. Aber es macht ihn doch, es entstellt ihn doch ein bisschen, aber ja, das ist dann eure Entscheidung. Es ist sicher machbar, der Joey hat sie bisher, ich sag mal so, als Mahnmal getragen für seinen Vater, damit sowas nicht wieder passiert und ja. In diesem Sinne wünsche ich den Chunks alles, alles Gute und dir, lieber Sandra, natürlich auch. Ich möchte mich auch mal auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du so tolle Let's Plays machst, so viel Zeit für uns verwendest. Und ich muss sagen, die Mary ist, ich bin bei dir mit der Mary eingestiegen, denn das war so das erste Video, das kam, als ich irgendwie so seinen Namen aufgeschnappt habe. Ich habe die Shirley dann parallel gesehen, aber die Mary war so frisch und die war gerade da mit ihrem Studium fertig und da konnte ich noch eigentlich fast alles sehen. Also eher sehen, als ich dann bei der Shirley nachgeholt habe. Und ja, ich war ja immer sehr verbunden und ich hab immer mit ihr mitgelitten und ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass der Joey ihr Partner geworden ist. Ich habe mich auch sehr bemüht, habe versucht, etwas zu machen, was für sie passt. Und ja, es hat geklappt. Sie hat auf ihn angesprochen. Und die Leute, die das sehen, haben das anscheinend auch so gesehen. Und ja, das ist toll. Ich mag es sehr, dass wir so zusammen spielen und uns austauschen. Und ja, ich wünsche uns einfach allen, dass es noch sehr, sehr lange so andauert. Euch allen da draußen einen schönen dritten Advent.